Dann ein herzlich willkommen, meine lieben Leute. Herzlich willkommen zurück. One Homie Left. Jo, wir gehen in die nächste Aufnahmesession. Wir haben Tag 7, den letzten Tag gestern. Konnten wir gerade noch so. Die Leute abhalten, uns zu killen. Deswegen machen wir heute noch mal ein bisschen Essen, aber ich werde mal auf die ganz schnelle Schnecke. Ganz schnelle Art. Werde ich mal gucken. Ich mal das Audio-Menü ein bisschen besser machen. Ein bisschen besser. Und ich werde auf jeden Fall schauen müssen, dass ich dieses Haus noch ein bisschen absichere, ne? Na, ich habe ja jetzt Gott sei Dank hier so einen kleinen Schutz nochmal überall dran gemacht. Da sind wir auch schon relativ gut abgedeckt. Aber ja, ich will nochmal ein bisschen Kaffee machen. So, wir gehen jetzt nochmal runter. Vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare. Ich werde mal die Tage, upsala, die auch versuchen. Ja, guck mal hier, voll auseinandergegangen die Hütte. Und ich dachte schon, hier wäre nichts Besonderes am Werk, aber es war wohl irgendwie feral hier, hat einer geschrieben. Setzen wir am nächsten die Rahmen hier noch rein. Guck mal, hier Tag der offenen Tür. Jo, wir müssen auf jeden Fall Bäume holen. Mais wächst zu langsam. Ich muss mal heute das lustige Holzhacker-Lied singen, damit wir dieses Haus endlich abgesichert bekommen. Ich bin in der 12.4. Mir nehme ich einen riesigen Vorteil. Oh, jetzt erstmal beiseite gehen. Denn wir können ein Forge bauen. Mit Clay. Dann Bellows. Ah, oh, hier Karnickel brauchst du. Aha. Brauchst Hide ohne Ende. Da muss ich mal oben gucken, wie viel ich hab. Weiß es gar nicht. Vielleicht mal reingucken, ja. Ich hoffe, da bleibt ein bisschen was übrig noch. Au. Direkt instant weg. Ich glaube, der Baum war zu klein. Ja. Okay. Ich glaube, mit Absicherung wird das nichts. Die Horde 7 wird mich überrennen, so wie sie es braucht. Und den dicken Baum hier weg. Sieben Woodlocks, sehr schön. Wird doch nichts vorbeikommen hier. Na, geh runter. Nach meiner Axt gekommen. Wenn ich schon da unten Repair sag, könnte sie eigentlich auch dort wieder hinkommen, ne? Könnte uns dort wieder ablegen. Ja, der Bär hat mich gefressen. Das war nicht so amüsant gestern. Oh, ich krieg mal hin. Ich muss erstmal gucken, wie viel von den Sachen ich da jetzt eigentlich habe, die da benötigt werden für die. Ist immer ganz gut, wenn man nur zwei Tage länger braucht. Warum? Okay, okay. Ja, also ich würde sagen, wir werden aber sowas von viel Holz brauchen.
Zumal wir ja noch nicht mal jetzt hier hoch. Alles kaputt geschlagen haben die. Alles haben die kaputt geschlagen. Ich glaube, die Hütte wird nicht ganz so sicher werden. Überall ist es. Ich bin der Meinung, dass das Ding eigentlich nur noch eine Behilfsbaracke sein kann. Und deswegen werde ich das nur noch als Übergangslösung nehmen. Ja. Ich glaube, ich werde nur noch diesen einen Tag hier überleben. Machen wir mal ordentlich Kaffee nochmal. Und hier haben wir mal. Nur das Moped, war das eigentlich gefüllt? Nee. Lichtmoped, wo war denn das drin? Ja. Ist leer, ne? Ja, ist leer. Letztens beim Stefan reinguckt. Liebe Grüße. Sehr, sehr schön. Der Bunker. Jetzt kümmern wir uns aber wieder um den Hummer. Weil ich kann nur sagen, dass wir hier. Der. Repair Kit habe ich nicht. Kann ich eine Pistole schon machen? Wie habe ich dann 20? Ach, wie lächerlich. Ach, wie lächerlich. Wir machen mal noch ein paar Woodspikes. Vielleicht hilft es nochmal, ein paar Woodspikes zu machen. Kaffee hat gekocht. Dann machen wir noch ein bisschen, noch dreimal Tee. So, das ist der Kaffee, das ist gut. Wenn wir brauchen, Kaffeesamen erstmal weg. Das hier erstmal weg. Bretter machen. Pum, pum. Munition, ein bisschen sortieren den ganzen Kram. Pump, das mag Munition darüber. Okay, das haben wir ja schon mal. Die Munition. Gott sei Dank legt er das jetzt mit dem Klick da oben ab, ne? Bei dem Grill, was brauche ich auch nicht. Schon mit 10 Uhr durch. Werde ich jetzt hier nicht verballern. Hier waren noch Bricks. Ganz gut, die kann ich unten wieder einsetzen. So, wir haben. Haben wir jetzt die Pistole oder nicht? Noch nicht. Okay, ich habe kein Clay. Nicht den Bogen wegschmeißen, nein. Die werden jetzt erstmal gemacht. Vier Fälle. Gut.
Clay. Dann brauche ich noch Clay. Den habe ich auch im Moment nicht. Ich habe nur 8 Pipes. Oh, reicht nicht. Auch kein Clay. Dann gehen wir nochmal Clay sammeln für die Forge. Fotschi. Oh, kein Forgebook und doch noch geschafft. Und die zweite Tür müssen wir auf jeden Fall zumachen noch. Ich brauche Clay. Und ich gehe dafür mal da runter, ja. Schöner Tag eigentlich heute. Ist ein sehr, sehr schöner Tag. Ein schöner Tag. Wie geht es dir? Hallo, schöner Tag. Also dem geht es auf jeden Fall nicht ganz so gut. Und was ich noch brauche, ist ein... Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich schieße einen tot und 100 kommen nach. Ja. So. Dann machen wir erstmal eine Steinschaufel. Lassen wir den da hinten laufen. Richtung da hinten war ich auch noch nicht gelaufen, ne? Warum brauche ich eigentlich für alles immer so lange? Hm? Ich glaube, das war jetzt nicht nur Sand. Okay. Wenn ich jetzt hier unten den Stein abbaue, geht er kaputt? Sieht aus wie ein Honig. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ein Bunker wäre natürlich... What? Nee, der löst sich auf der Stein. Komm schon. So. Wie war das nochmal? Auch ein Bellow. Sechs. Würde reichen. Holz habe ich, dann brauche ich nur noch ein Eisenrohr. Ein hartes. Habe ich Glück? Ja, ich habe Glück. Ich bin da jemanden, der vielleicht eins dabei hat. Nein. Hat keins dabei. Mhm. Ein Rohr dabei. Nein. Eigentlich wollte ich nicht mit den Zombies kämpfen. Komische Geräusche, ne? Okay. Bärige Geräusche. Will ich nicht. Nein, danke. Ich brauche noch ein Röhrchen. Was ich auch bräuchte, wäre noch ein paar Eier. Dann kann ich lecker Essen kochen. Hm? Der geht heute nicht mehr. Was ein Kampf. Was ein Kampf. Oh, der Bär.
Der frühstückt jemand gerade. Wie viel Alarm haben wir eigentlich noch? Ich muss für später noch welche machen. Ich muss gleich nochmal das Messer geben. Genau. Auch gut so. Trostlose Gegend hier irgendwie. Finde ich. Schön ist das nicht. Oh, warte mal. Wir gehen lieber auf Abstand. Sind wir auch schon wieder ein Bär. Also wenn der Bär da zu tun hat, wäre das schon gar nicht so schlecht. Wenn ich laut lute, kommt der Bär hoffentlich nicht. Ich will jetzt einfach noch so ein Rohr haben. Würde wohl nicht so schwierig sein, so ein Rohr noch zu bekommen. Uhr. 13 Uhr. Die Zeit ist ja noch. Wie jetzt eigentlich alle? Beide Zeltlage. Ach, Inventar voll. Das wird so nichts. Nee, nee, das wird zu nichts. Da gehen wir erstmal weiter. Da gehen wir erstmal. Noch ein bisschen Zeug drin, ein bisschen Loot. Aber da müssen wir erstmal weitergehen. Nehmen wir nochmal ein paar Stickies. Ich habe viel zu viel dabei. Ich habe viel zu viel Zeug dabei. Und meine große Frage ist natürlich, wo sind noch ein paar Röhrchen? Da oben 8 Stück. Wow. Oh, wow. Kannst du mal aufhören, bitte, nicht so anzuschreien? Ja. So, das crafte ich mir. Nur großes Problem ist, dass ich Inventar voll habe. Ein kleines Wasserloch. Ich weiß nicht. Tag 7 und die Horde. Da gibt man noch keine Friede in Sicht. Oh, da hinten glänzt irgendwas. Hier, da glänzt irgendwas. Glänzt da hinten. Glänzt immer noch. Das hier? Ah, das Licht war an von dem. Ist aber ein bisschen was los hier, ne? So, ist ein bisschen was los. Dann lassen wir die aber alleine, ne? Hallo Bär, du hast doch bestimmt zu tun. Ich bin der Meinung, ich gehe mal zurück auf mein kleines Häuschen. Ups. Werde mir dort nochmal ein Forge bauen. Ach toll, hier ist stets Forge. Oh. Guck nicht nach hinten, nein, guck nicht nach hinten, nein, guck nicht nach hinten. Über den Atem. Im Genick. Ich werde mal die Tage auf jeden Fall mal. Warum habe ich so ein Spawngebiet eigentlich? So ein blödes. So ein richtig blödes Spawngebiet.
Und das für komische helle Steine hier. Muss ich mir mal näher angucken. Okay. Okay, jetzt sind wir erstmal wieder da. Jetzt will ich mal gucken, mal schnell, ob wir ein Forge bauen können. Um einfach nochmal ein bisschen Eisen zu produzieren. Wäre nämlich eine geile Sache. Wäre auf jeden Fall hilfreich. Das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge können wir die Forge bauen. Der, die das Forge. Jo, das machen wir auch so. Also bis dahin, macht's gut, ihr lieben Leute. Und hauen rein.